Hallo wieder einmal. Ja, wir hängen hier immer noch im Bücherwurmparadies. Genau, wir kommen ja gerade aus dem letzten Kapitel. Hier lang oder da lang? Ist eigentlich egal, glaube ich. Ach, Mann. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel dieses Buch hat, aber ich glaube, wir sind fast da. Ja, das sieht ganz gut aus. Uiuiuiui. Genau, hier, nehm das. Und dann noch mein Feuertronarchen dazu. Haha. Genau, oh, hier, du willst mich anschreien, anspucken. Hier, nimm das. Genau. Ich kann dich trotzdem treffen, auch wenn du nur eine Nebelwolke bist. Genau, der ist platt. Jetzt den hier noch. Du brennst. Na, 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 na. Sehr schön, der ist weg. Sind sich kein Mittel. Was ist das denn? Oh, ein Wort. Wort der Macht gelernt. Rüstung Drachenform. Ja, wie geil. Achso, Wille beugen. Halt, Kleinmund. Ich muss da jetzt einen Willen beugen von irgendjemand. Ich werde seinen Willen brechen. Er wird danach mir alles offenbaren. Er wird weinen und wie er weinen wird. Ja, genau. Der Drache. Ich meine den Drachen. Genau, seinen Willen werden wir jetzt beugen. Aber so weit von. So, bleib mal stehen hier irgendwo. Genau. Haha. Nein, ich kann den Schrei nicht einsetzen. Kacke. Halt, hör auf. Psst, psst. Ich werde doch gleich deinen Willen beugen. Kannst du nicht ein bisschen warten? So ein ganz kleines Fitzelchen. Nein, nicht wegfliegen. Jetzt kann ich wieder. Das geht gar nicht. Und jetzt hier. Oh, jetzt Sturzflug. Hier. Todesgeier, Sturzflug. Ja, okay. Und jetzt. So. Du gehörst mir. Schließ dich mir an, mein kleiner, schuppiger Freund. Vielleicht sollte man so ein Anti-Schuppen-Shampoo benutzen hier. Wie heißt das? Ach, Ceramis? Nee, Ceramis ist das nicht. Nee, das war ein Ceramis. Du auch. Du bist ziemlich hässlich, weißt du das? Steigt auf und ich bringe euch zu. Du bist, glaube ich, der hässlichste Drache, den ich jemals gesehen habe. Nun gut, ich steig mal auf. Naja, wir hätten uns auch ein schönes Haustierchen suchen können, ne? So, und auf geht's. Tja, da haben wir's. Wenn du auf deinen Drachen reitest, kannst du ein Ziel fest anvisieren und das mit Magie angreifen. Wow. Du kannst auch dem Drachen befehlen, dein Ziel anzugreifen. Um schnelles Reisen zu nutzen, während du auf dem Drachen reitest, verwende die Weltkarte. Genauere Informationen findest du im Abschnitt Hilfe des Hauptmenüs. AGBs, blablabla, Impressum, blablabla, Haftung, Handelsregisterauszug, ja, irgendwie so. Okay, gut, genug Gedöns hier. Ich muss sagen. Vorsichtig. Mira Ark ist starr. Na, ist er nicht. Er wusste, dass ihr kommen würdet. Ja, und? Ja, jetzt soll ich hier irgendwas anvisieren oder was? Da, hier, genau. Ich will aber gar nicht. Lass uns einfach weiterfliegen. Nicht damit aufhalten, einfach weiterfliegen, einfach weiterfliegen. Einfach weiterfliegen, habe ich gesagt. Ja, genau. So, anvisieren. Ziel wechseln. Keine Ahnung. Wie mache ich das jetzt alles? Genau, hier. Attackier mal. Er sucht einen Platz zum Landen. Nein, ich will nicht landen. Och, also dieses mit der Steuerung hier bei den Drachen, das ist echt so ein bisschen, ne? Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wo er hinfliegt. Vor allen Dingen, ich kann die Kamera jetzt nicht drehen. Also zumindest, wir sehen, oben dreht es sich. Wie bekloppt. Aber jetzt geht's. Ja, genau. Verwende A zum Landen. Ja, das, gut. Durch dummen Zufall landen wir jetzt hier. Ihr lasst euch so leicht beeinflussen. Tja, kannst du mal sehen, ne? Nein, noch nicht. Wie ihr befehlt. Wir sollten zuerst. So. Irak, hier. Und so. Ich habe keine Zeit für so ein Gedöns. So. So, ach, du kannst mir doch gar nichts anhaben. Ach, okay. Wo geht er hin? Ah, hier kommt ein Drache. Klein Moment. Ich glaube, ich muss das in Drachenzeit machen. So, der ist down. Wo ist jetzt. Ah, da ist Mirak. Ich glaube, der regeneriert sich. Der holt sich diese Energie da immer draus. Drachen, genau. Ich muss mal kurz klein und Feuer, ja. Ach, verdammt, ich kann es nicht einsetzen. Ach, hier komm, du mit deinem Brotmesser da. Ist keine Chance gegen mich.
Ah, okay, jetzt. Kommt ein Typ wieder Drache? Ah, ich würde gerade sagen. Da kommt er schon. Ne, welcher denn jetzt? Da hinten. Da landet er. Ah, ich kann den Schrei immer noch nicht einsetzen. Oh, der ging jetzt aber schnell down. Mirak, ich hab was für dich. Ach, hier, guck mal, das ist doch... Also irgendwie hätte ich erwartet, dass der Typ mehr drauf hat, ne? Dafür, dass er hier so einen auf riesen Macker macht und ich bin ja das stärkste Drachenblut, wo gibt und so. Ui, okay, okay, okay. Ach, jetzt ist er hier endlich angekommen. Der, der uns hoch begleitet hat. Der ist down, okay. Sag mal. Ich glaube, das war der letzte Drache. So, ja, das... Nee, noch einer? Verdammt, ich brauche mal ein bisschen mehr Ausdauer. Und meine Waffe ist auch noch nicht so richtig aufgeladen, ne? Mhm. Muss ich den noch machen. Damit wir auch die maximale Power haben für diesen Kampf. Noch einen kleinen... Oh, einen kleinen hier. Ein kleines Häppchen hinterher. Da hinten ist Mirak. Ha, nein, jetzt ist er weg. Ah, doch, ich habe ihn erwischt. So. Du wirst leiden. Ah, verdammt, jetzt werde ich leiden. So, aber jetzt ist, glaube ich, der finale Kampf. Nein, bleib hier. Jetzt taucht er irgendwo anders wieder auf. Kommt jetzt wieder ein Drache oder sowas? Da hinten, hä? Er wird hier angezeigt. Aber wo ist er? Da ist er. Oh. Ich höre schon wieder die gute Musik. Böse, böse. Niemand kommt nichts vor mir verbergen. Na. Nichts. Ich habe einen neuen Drachenblut-Diener. Diener? Ich dachte, wir sind gleichberechtigt. Das ist irgendwie nicht gut. Das hört sich jetzt aber ungesund an. Solltest du mal hier irgendwie zum Heizarzt gehen, ne? So zum HNO. Das hört sich da nach einer starken Kieferhöhlenvereiterung an. So, alles durchsuchen hier. Ja, Mirak ist immer noch da aufgebahrt. 50 Gamerscore. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Tja, das ist ganz schön dreist, ne? Das Mirak. Halt. Ich will. Diese Person ist beschäftigt. Gib mir. Ja, mach ich. Ich will ihn durchsuchen. Ja, mach ich. Ist schon alles okay. Aber jetzt lass mich ihn durchsuchen. Das gibt's doch nicht. Drachenseele aufgenommen. Ja, ist okay. Hallo, ich will ihn durchsuchen. Was ist das denn? Hallo. Och, geht immer noch nicht. Ein neues Buch. Mal gucken. Jetzt geht's. Mirak Schwert, definitiv meins. Mirak Handschuh, meins. Mirak Stiefel, sein Stab, seine Maske. Ja, und die Robe auch. Und jetzt gucken wir mal, was wir ihm dann noch so mitgeben können, was wir nicht mehr mögen. Ich habe da garantiert noch Drachenkrams dabei. Ja, genau hier. Guck mal, einer reicht schon. Dann passt das. Sehr schön. Tja, dann können wir wohl das Buch lesen, ne? Nachtträume heißt es. Mal schauen, was wir jetzt als besondere Fertigkeit bekommen. Bin mal gespannt, ne? Oh. Okay. Gut, was haben wir denn hier? Taschendiebstahl-Talente, okay. Redekunst. Alchemie, also sind alle Fertigkeiten, die wir haben. Ich wäre ja für Schmieden. Weil da haben wir im Moment so ein bisschen so Probleme mit. Das, Veränderung, jetzt müsste eigentlich bald Schmieden kommen. Ja, Schmiede, was macht das? Möchtest du eine Drachenseele benutzen, um deine Schmiedekunsttalente zu entfernen und 4 Talentpunkte zurückzugewinnen? Nein, möchte ich nicht. Aber was brauche ich denn nicht? Schwere Rüstung? Blocktalente. Hier, Blocktalente, genau. Du besitzt keine Blocktalente. Ja, das hatte ich schon befürchtet. Zweihändig, habe ich da was drauf gegeben? Ich glaube nicht, ne? Ah, besitzt auch da keine. Einhändig haben wir, das weiß ich. Schießkunst, nein. Leichte Rüstung, haben wir da denn was drauf? Besitze ich auch nicht. Schleichen, haben wir da was? Auch nicht. Schloss knacken, ich glaube, da haben wir auch nichts drauf vergeben. Taschendiebstahl, nee, das behalte ich noch. Redekunst. Ich glaube, da haben wir es drauf vergeben.
4 Talentpunkte zurückgewinnen. Ja, die kann ich nicht großartig woanders vergeben. Das ist es. Also ich könnte jetzt rein theoretisch also irgendwo die Fertigkeiten wegnehmen. Ich gucke mal kurz hier. Kleiner Moment. Aber wir haben noch sogar einen Talentpunkt übrig. Und wir haben eigentlich nichts, jetzt, wo ich wirklich sage, ja, okay, da haben wir jetzt die Möglichkeit, das drauf zu vergeben. Außer jetzt hierbei. Oh, halt, kleiner Moment. Kritischer Angriff. Und können deinen Gegner taupen. Genau, den will ich haben. Sehr schön. Ja, also von daher bringt uns das jetzt leider nicht so wirklich was. Wir werden mal das Buch lesen, werden zurückkehren. Mira-Arc ist erledigt, beseitigt, eliminiert, zu Staub zerfallen. Keine Ahnung, wie auch immer wir das nennen möchten. Auf jeden Fall ist er Geschichte. Das heißt, das Land ist rein theoretisch befreit. Also mehr oder weniger. Zumindest von dieser Bedrohung ist es jetzt losgelöst. Und jetzt gilt es zu erörtern, was wir als nächstes machen. Das war jetzt so ein bisschen der Wunsch von einigen so, ja, wir könnten ja die Gilden noch so alle machen. Jetzt ist nur die Sache, also ganz ehrlich, alle Gilden, das ist ein bisschen arg langwierig und ich weiß es noch nicht. Wir tun uns erstmal das an, was jetzt hier noch auf uns zukommt. Ein gefrorener Bildschirm, aber das kommt in der Autosave. Das müsste gleich weitergehen. Sollte es, ja genau. Wunderbärchen Nacht. Keiner kommt an? Doch, da kommt sie. Ich glaube, sie wird uns reden. Ich kann es fühlen. Ja, kannst du es fühlen? Der Baumstein ist wieder frei. Die genau. Einheit des Landes ist wieder hergestellt. Genau, der Stein ist frei. Heißt das, es ist vorbei? Ist Mira-Arc wirklich besiegt? Was kann man denn antworten? Sturm ist nicht umsonst gestorben. Ich habe Mira-Arc getötet, aber Hermes Mora ist immer noch dort draußen. Ja, mach mal das. Es war Mira-Arc, der Solstheim bedrohte. Durch seinen Tod wurden Hermer Moras Pläne wieder einmal durchkreuzt. Ah, okay. Doch sagt mir, der Tod meines Vaters, war er wirklich notwendig? Gab es keine andere Möglichkeit, Mira zu vernichten? Ich glaube nicht, also ich hätte jetzt keine andere. Mal gucken, Hermes Mora hat Sturm getötet, nicht Mira. Vergiss das nicht. Sturms Opfer hätte Hermes Mora mir nicht geholfen. Machen wir mal das. Ja, seine Hilfe, für die er meinen Vater nicht hätte töten müssen. Ja. So sind die Wege von Hermer Mora, des ewigen Feindes der Skaar. So ist das, ne? Ich mache mir nichts aus der Sonne. Eins noch, Skaar, wäre uns besser als wenn ihr erlaubt. Ja. Ich weiß, es steht mir nicht zu, aber dürfte ich euch einen Rat geben? Eine Warnung? Ja, ich brauche euren Rat nicht. Ich verstehe. Geht mit dem Allschöpfer, Drachenblut. Ja, richtig. Mach ich. Was auch immer das heißen soll. Egal. So, wir reden mal mit dem hier. Klar und... Meine Mutter war... Möge der Allschöpfer uns vor die Nee, Hinsen das ist nicht der Schmied. Wo ist denn der Schmied hier? Wer bist du denn? Ich kam her, um die Geschichte von Solstheim zu erfahren. Echt, ist das so? Tja, ich bin jetzt so ein bisschen unschlüssig, was wir denn machen. Wir können rein theoretisch ja erstmal zurückreisen. Klar und... Das war der falsche Stick. Hier unten ist doch irgendwo... Genau, da ist die Schnellreisefunktion. Hier nach Himmelsrand zurückreisen. Das können wir mal machen. Tja, und ich würde sagen, dann brechen wir an dieser Stelle ab. Ich werde dann... Ja, wie machen wir das? Ja, genau. Ich mache morgen ein Päuschen. Wir machen morgen mal einen Tag ohne Skyrim, an dem ihr euch dann überlegen könnt, was ihr als nächstes sehen möchtet. Oder ob ihr sagt einfach, nee, Skyrim reicht uns. Wir hätten Bock auf ein mysteriöses neues Ding, was Skyrim ersetzt. Wäre auch eine Option. Kann man machen. Muss man nicht. Es... Kann ja auch sein, also, wenn genug Leute sagen, Mensch, hey, wir wollen noch mehr davon sehen, gerne, aber wir machen erstmal einen Tag Pause, damit ich dann halt auch das dementsprechend planen kann, weil ansonsten haben nicht alle die Möglichkeit, darauf zu reagieren, zu antworten. Das heißt, morgen am Sonntag ist dann mal ein Skyrim-freier Sonntag, dann habt ihr einen Tag weniger was zu gucken und ich habe mal einen Tag frei, so halbwegs. Ich brauche ein bisschen weniger machen, kann mir ein bisschen mehr das Wochenende genießen. Ja, so ein bisschen für mich dann halt, ne, bei diesen wunderschönen Temperaturen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bin gespannt auf eure Antworten, Reaktionen, Anregungen, Wünsche, Nöte, Tipps, was auch immer ihr parat habt an Kommentaren. Und wer weiß, bei was wir uns dann Montag wiedersehen. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zogger.